Herzlich willkommen zu 1000 PS TV, herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe der Ducati World Premiere. Nur, dass ich diesmal das Bike schon vorab fahren durfte und euch alles über die neue Ducati Multistrada V4 Grand Tour erzählen darf. V4S Grand Tour, um genau zu sein. Und am Ende des Videos werde ich auch noch die Frage klären, ob und wie gut die Ducati auf die BMW R1300 GS vorbereitet ist. Bleibt dran! Ja, Ducati hat heuer fast ein Jubiläum vorüberstreichen lassen. Vor 20 Jahren wurde die erste Multistrada präsentiert, seitdem unglaubliche 150.000 Stück verkauft. Wobei man sagen muss, dass bis 2019 100.000 Stück verkauft worden sind von der Multi und ab dann eben schon fast 50.000. Und Ducati hat selbst gesagt, dass die V4 der größte Schritt war, den sie gemacht haben. Und von diesen 50.000 entfallen eben auch mehr auf die V4 als auf die Multistrada V2. Also ein extrem wichtiges Fahrzeug für Ducati. Es ist ja grundsätzlich so, dass der Reisenduro-Markt gerade extrem boomt. Und jetzt, bevor die ganz große Konkurrenz, die BMW R1300 GS, im Oktober präsentiert wird, hat man hier nochmal volle Hütte hingestellt. Die Multistrada V4S Grand Tour lässt wirklich nichts vermissen. Was meine ich damit? Hier ist wirklich alles drauf, was man bei Ducati so ungefähr ordern kann für die Multistrada. Wir haben die Koffer serienmäßig, einen Hauptständer serienmäßig, wir haben den Tankverschluss ohne Schlüssel, wir haben Abstandsradar, wir haben den Blindspot-Detektor, also einmal wirklich volle Hütteausstattung. Dazu kommen auch vorne noch LED-Nebelscheinwerfer und diese besondere Lackierung, in der auch die Multistrada 1260 GT damals präsentiert worden ist. Dazu haben wir noch die beheizte Sitzbank für Fahrer und Sozius, also es ist wirklich alles drin hier. Und vielleicht die Preise gleich vorweg, weil ihr könnt euch vorstellen, wenn man da alles so hineinpackt, ist das nicht günstig. Aber Ducati bietet sie in Deutschland für 26.690 Euro an. Und das ist verglichen zur Multi V4S mit 23.290 ein Aufpreis von etwas über 3.000 Euro. Wenn man aber in die Multi V4S alles reinpackt, was hier schon serienmäßig ist, den Reifendrucksensor habe ich übrigens noch vergessen, der ist auch da schon dabei, dann spart man sich 700 Euro, wenn man auf dieses Paket zurückgreift. In die Seitenkoffer hier, Grand Tour, verspricht Ducati, passen 60 Liter. Das ist Stauvolumen, so dass man für einen Trip ein paar Tage für eine Person, glaube ich, gut auskommt. Wenn man dann noch mehr will, gibt es im Zubehör hinten ein Topcase noch und es gibt auch Tankrucksacklösungen. Eine Neuheit auch für 2024 ist das Fach im Tank, das jetzt belüftet ist, wie man es von der V4 Rallye schon kennen. Hintergrund hierbei ist, dass Ducati bei der Connectivity ja auf zwei Apps, die parallel laufen müssen und den Bildschirm aktiviert haben müssen, zurückgreift. Das heißt, das Mobiltelefon, das da drin ist, vor allem wenn es aufgeladen wird gerade, neigt dazu, sich sehr stark zu erhitzen. Man arbeitet parallel schon an einer Lösung, um da auch die Funktion bei abgedrehten Bildschirmen sicherzustellen. Aber als Zwischenlösung gibt es jetzt eben diese Belüftung. Apropos Belüftung, eine Neuigkeit gibt es auch bei den Winglets für 2024. Ich nenne die Winglets an der Multistrada ja Windlets, weil sie erzeugen, glaube ich, nicht wirklich Abtrieb, aber sie lassen den Wind auf die Beine strömen, was natürlich bei Temperaturen, wie wir sie heute in der Früh und jetzt wieder haben, also um die 30 Grad, sehr angenehm ist. Was aber, wenn es kalt ist, dazu führen kann, dass man auch und vor allem wenn es regnet, dass man Feuchtigkeit und die kühle Luft eben zu den Beinen bekommt. Deswegen gibt es einen Mechanismus, den wir schon auf der V4 Rallye kennen. In den Winglets sind jetzt Luftabweiser verbaut, die kann man zumachen und dadurch reduziert sich der Luftzug, der auf die Beine gerät, deutlich. Und ich habe es auf der Autobahn ausprobiert, links habe ich es zugemacht, rechts habe ich es offen gelassen. Das ist wirklich ein spürbarer Unterschied, weil der V4-Motor doch einiges an Hitze entwickelt nach wie vor. Man hat hier aber grundsätzlich gegengesteuert, weil jetzt man sieht auf der Seite links und rechts deutlich mehr Schutz, Plastikverkleidung drauf ist, um eben die Hitze ein bisschen in den Griff zu bekommen.
Ich habe schon gesagt, so heiß wie jetzt war es während unserer Fahrt nicht die ganze Zeit. Die Abkühlung ist uns gut bekommen, weil jetzt schwitze ich mein Balmigo-Leiberle gerade wieder an. Aber es ist nicht so schlimm, die Bambusfaser regelt das zumindest geruchstechnisch ganz gut. Wir hatten deutlich weniger Temperatur, weil es begonnen hat zu regnen. Und das war insofern ganz interessant, weil, wie gesagt, grundsätzlich technisch unterscheidet sich die Grand Tour nicht von der V4S. Also war das Fahren bei Nässe jetzt etwas, was ich neu hatte. Hier hat der Pirelli Scorpion Trail 2, der hier montiert ist, sehr gut funktioniert. Und was man auch schön sehen konnte, war, wie fortschrittlich die Elektronik abgestimmt ist. Also da wird wirklich einiges an Schlupf, weil die Straßen nicht immer perfekt waren, ist aufgebaut worden. Aber die Elektronik regelt das so großartig, dass man davon echt nichts mitbekommt. Sonst bei der Grand Tour noch unterschiedlich. Wir haben in schwarz gehaltene Sozius-Fußrasten, Schwinge, der Lenker und die Lenkeraufnahme. Die ist übrigens für 2024 nicht mehr gummigelagert. Das heißt, Ducati verspricht sich davon etwas mehr, noch mehr Agilität, noch mehr Handling-Vorteile. Konnte ich jetzt hier so bestätigen. Es ist wirklich super handlich, die Multi. Aber ich muss sagen, ein bisschen mehr spürt man die Vibrationen im Lenker schon. Ich habe es gemerkt, wenn ich die GoPro nämlich auf der Spiegel montiert hatte, dass das ordentlich gewackelt hat. In den Händen ist es okay, aber bei längerer Fahrt, zum Beispiel auf der Autobahn, spürt man doch das Vibrationsniveau eine Spur höher als bei den Vorgängermodellen. Apropos Vorgängermodelle, alle Software-Features, und da habe ich noch eines vergessen, die das Fahrwerk betreffend, gibt es jetzt diese von der Multi V4 Rally schon bekannte minimale Vorspannungsfunktion. Da drückt man einfach lang links auf den Knopf mit der Federung, dann senkt sich das Fahrzeug auf die minimale Vorspannung ab, hilft dann, wenn man zum Beispiel beladen will, am Hauptständer das Fahrzeug verfrachten will, dass das einfach geht, einfach von Hand mit dieser Funktion. Und gerade kürzer gewachsene Leute, die vielleicht mit der Sitzhöhe von mindestens 840 mm oder 860 hier bei der Multi nicht zurechtkommen, tun sich da ein Stück leichter. Wer sich jetzt fragt, was das ganze Brimborium hier grundsätzlich dazu an Gewicht mitbringt, 2,2 Kilo sind die Nebelscheinwerfer und der Hauptständer schwer. Die Koffer weiß ich jetzt nicht auswendig, ist aber das gleiche wie bei der V4S normal, also das Mehrgewicht mit 2 Kilogramm durchaus überschaubar. Ansonsten, weil wir heute im Regen gefahren sind, kann ich sagen, der Wind- und Wetterschutz auf dem Fahrzeug ist wirklich ausgezeichnet. Das verstellbare Windschild und auch die breite Front helfen dann wirklich viel Regen vom Fahrer abzuhalten. Ich hatte nämlich heute kein Regenwand dabei und bin mit meiner Moteca Lederjacke gefahren und ist aber gut gegangen, es hat nicht so lange geregnet. Ich bin dann relativ schnell wieder trocken geworden, beziehungsweise der Oberkörper musste gar nicht trocknen, weil er eben gar nicht das nass geworden ist. Jetzt aber zur Prognose, und da wage ich mich natürlich ein bisschen weit vor, weil noch kenne ich die R1300 GS nicht. Sie kommt ja auch erst in circa einem Monat auf den Markt. Aber nichtsdestotrotz, Ducati hat jetzt hier mit der Multistrada für mich die beste Großenduro aktuell am Markt. Und jetzt ist natürlich spannend, ob sie das denn auch heuer bleibt. Und ich bitte euch, dass ihr mir in die Kommentare schreibt, ob ich mich da irre, ob ihr auf meiner Seite seid oder wie ihr das seht. Beginnen möchte ich beim Motor. Die Multi V4 ist von diesem 170 PS V4 Aggregat betrieben. 125 Newtonmeter haben wir an maximalem Drehmoment. Und im Vergleich zur aktuellen GS, den ich jetzt schon ziehen kann, ist es eben so, dass er von unten vielleicht eine Spur weniger Kraft hat. Aber dieses dynamische Hochdrehen, das der V4 ermöglicht, ist für mich immer noch das Beste, was in der Klasse möglich ist. Es ist natürlich ein bisschen absurd, so einen Reisenduro zu fahren. Und ich dachte ja zuerst, wie ich die Einladung bekommen habe, Ducati Multistrada Grand Tour, vielleicht kommt jetzt hier eine 17 Zoll Variante, quasi für alle, die auf der Straße auf große Tour gehen wollen. Aber nein, es ist bei 19 Zoll geblieben und ich muss sagen, das fährt auch sehr harmonisch. Also es geht einem die 17 Zoll nicht ab. Das nächste Thema, das ich beleuchten möchte, GS gegen Multi, ist das Thema Bremsen. Wir haben bei der Multi V4 hier diese 330 mm Doppelscheibe vorne, ein Brembos der Lehmer-Anker, und das bremst wirklich fast wie ein Superbike. Nicht ganz so großartig ist es am Hinterreifen, da ist die Bremsleistung deutlich geringer, aber vorne ist das wirklich so, dass ich sage, ich kann in die Kurven reinbremsen, das ist unfassbar agil, und da ist BMW bis jetzt nicht hinkommen, wo Ducati war. Wie man es von der BMW GS kennt, die Bremse ist zur Eigenentwicklung, es kommt mal aus Amerika, mal aus Asien, beliefern sie da für die GS-Modelle. Hier setzt Ducati halt, und deswegen ist auch der Preis gerechtfertigt aus meiner Sicht, auf die Premium-Ware. Und das Kapitel wird die Multistrada, glaube ich, auch beim Vergleich, den wir natürlich, sobald wir die GS im Haus haben und sobald wir an eine Multi V4 kommen, nachreichen werden. Den gibt es dann auf 1000 PS. Kommen wir zum nächsten Kapitel, Verbrauch. Das ist ein Thema, wo es die Multi immer schon schwer gehabt
hat. Es wird ja ein gewisser Durst nachgesagt und auch heute wieder, eben aufgrund der Witterung. Es war ja da rund um Bologna, wo wir gefahren sind. Das sind übrigens die offiziellen Ducati-Testrouten, wo auch die Multistrada entwickelt worden ist, die wir heute hier gefahren sind. Ich habe euch natürlich die Straße mit Kalimoto mitgetrackt, also ihr könnt die Route, wenn ihr mal in der Gegend seid, nachfahren. Es ist wirklich unfassbar, man hat hier alles dabei, vom Rennstrecke artigen Asphalt, weitgezogene Kurven, ganz enge. Wir haben richtige Rumpelpfade auch gehabt, wo sich das Fahrwerk hier sehr stark hervortun konnte. Also wirklich großartig. Und mit diesem ganzen Mix ist die Ducati Multistrada jetzt laut Display-Angabe auf einen Verbrauch von 6,8 Litern gekommen. Und das, obwohl ich jetzt nur allein unterwegs war und obwohl wir heute nicht so stark Gas geben haben, sage ich mal, wie das sonst bei Präsentationen üblich ist, eben aufgrund der Umstände, aufgrund des Wetters. Da ist sicher die BMW vorne, weil sie einfach aus Erfahrung der Boxer, und das wird auch bei der neuen Generation so sein, sehr zurückhaltend mit seinem Durst ist. Ein Thema, das bei den Großreisenduros immer wichtiger wird und wo die Hersteller auch zeigen wollen, was sie können, ist das Thema Elektronik und Features. Und hier muss man echt sagen, dass Ducati auf einem unfassbar hohen Niveau ist. Mit der Multistrada V4S, dieser Abstandstempomat, wir konnten es auf der Autobahn gestern probieren, funktioniert wirklich großartig. Im 10-Berufsverkehr aus Bologna raus, dauern zwischen 90 und 110. Stellt man einfach ein, der bremst für einen, der beschleunigt für einen. Das Einzige, was ich sagen muss, ist, dass ich glaube, wenn ich manuell fahren würde, den Verbrauch niedriger halten könnte, weil natürlich kann dieses System nicht vorausschauen. Das heißt, es sind mehr Brems- und Beschleunigungsvorgänge, als wenn ich selber fahre. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass es deutlich ermüdungsfreier ist, weil ich einfach den Tempomaten einstelle und das regelt sich von selber. Genauso zur Ermüdungsfreiheit trägt bei, dass dieser Totwinkelassistent hier mit drauf ist und ich nicht dauernd den Kopf drehen muss, wenn ich eben ein Überholmanöver starten will. Er warnt mit einer durchgehenden Beleuchtung, wenn ein Fahrzeug im toten Winkel ist, und wenn sich das Fahrzeug dann nähert bzw. zum Überholvorgang ansetzt, dann blinkt er. Also es ist wirklich ein sehr ausgeklügeltes System und trägt eben bei langen Reisen, wofür dieses Motorrad eindeutig gemacht ist, zur Ermüdungsfreiheit bei und insofern ein tolles Sicherheitsfeature. Da muss BMW jetzt erstmal zeigen, ob sie das so gut hinbekommen. Es gibt einen Abstandsradar schon in anderen Baureihen, den ich auch schon testen durfte. Aber in der GS ist es bis jetzt noch nicht drinnen gewesen, das Feature. Bin mir sicher, dass das kommt. Und wenn wir schon beim Thema Elektronik sind, ist ja auch das Licht hier zu erwähnen, weil hier auf der V4 haben wir die LEDs, die Nebelscheinwerfer, die wirklich eine unfassbare Ausleuchtung ermöglichen. Ich habe das gestern bei der Fahrt von Bologna zu unserem Hotel in der Nacht eben so 55, 60 Kilometer Autobahn genossen, wie sehr das hier vorne ausgeleuchtet wird. Ich bin natürlich gespannt, ob bei BMW dieses Laserlicht kommt, ob die das serienmäßig in der GS haben oder nur optional. Wird sich alles zeigen, aber jedenfalls hat Ducati beim Thema Elektronik und Licht die Latte verdammt hochgelegt und ich bin gespannt, ob BMW diese überspringen wird können. Dann haben wir natürlich noch das Thema Serviceintervalle und hier ist Ducati beim Thema Service generell mit der V4 zu ganz langen Intervallen übergegangen. Ventilspiel haben wir nur alle 60.000 Kilometer, also wirklich eine unfassbare Zahl. BMW hingegen hat den Kardanantrieb, der natürlich wartungsärmer ist, während wir hier auf eine Kette setzen. Also hier würde ich sagen, ist es sehr ausgeglichen. Mal schauen, was kommt. Das letzte Kapitel, das ich mir noch aufgeschrieben habe und das ihr gerne bemängelt, dass in unseren Tests zu wenig vorkommt, ist das Thema Zuverlässigkeit. Und da muss ich sagen, das liegt zum einen daran, dass wir eben nicht solche ganz langen Dauertests machen können. Aber die Zeitschrift Motorrad hat die Multi V4S gerade im Dauertest und hat mit der schon über 50.000 Kilometer abgespult. Und dabei ist bis jetzt, glaube ich, nur ein Radlager hinten draufgegangen und ansonsten die normalen Jahresservice und eben Verschleißteile erneuert worden. Und da muss BMW erst zeigen, ob sie so zuverlässig sind, ob sie das so gut hinbekommen wie Ducati mit der Multi V4, die auch ein Erstwurf war. So, ich hoffe, ich habe euch die Ducati Multistrada V4S in der Grand Tour Variante gut näher gebracht. Ich hoffe, ihr bleibt gespannt, wie sich der erste Test BMW gegen Ducati um die Krone 2024 bei uns abspielen wird. Wenn ihr den nicht verpassen wollt, abonniert ihr am besten jetzt den Kanal. Und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel übrig, außer mich für die Aufmerksamkeit zu bedanken und mich zu verabschieden aus den wunderschönen norditalienischen Bergen. Ciao!